Moin zusammen. So, Sonntagmorgen ist fast vorbei. Ja, es geht um die Peri-Rodan-Erstauflage. Man sieht es auch schon am Whiteboard. Kahirt, die herrlichste Stadt aller Zeiten, die Nummer 3159. Vorstoß in den Cao Porta. Der Quintard macht ein verführerisches Angebot. Ja, Cover rot in rot, sehr düster. Man sieht so eine. Es könnte vielleicht, wie hieß das nochmal, das V-Tier aus Ice Age. Ja. Sieht aus wie so ein Frettchen. Okay, doch trotzdem ganz sehr düsteres, sehr rotes Cover. Doch sehr atmosphärisch. Gefällt mir ganz gut. Hat es wieder von Arndt Drexler. Wirklich sehr atmosphärische, sehr tolle Cover. Also ich mag so diesen Nebel im Hintergrund und das Bedrohliche aus dem Vordergrund. Ja, fängt den Action-Teil der Geschichte ganz gut ein. So die Schönheit der Stadt. Ja, teilweise. Also doch, Cover hat was, gefällt mir. Roman an sich, ja, gefällt mir eigentlich auch. Also ich habe mittwochs schon mal kurz, also das Ding ist jetzt mal mittwochs gekommen. Ich habe schon mal kurz reingespickt, aber ich habe es dann wirklich Freitagabends, glaube ich, so ziemlich am Stück gelesen. Ich war relativ schnell damit durch. Ja, wirklich sehr zügig. Ja, das Problem ist ab und zu vielleicht, dass so die Realität, die Science Fiction etwas überholt. Ja, mit dem Ende bin ich, glaube ich, nicht so ganz, ganz glücklich, aber ja, gut. Es wird wieder ein Zweiteiler. Es kommt noch einen direkten Kahirt hinterher. Und ja, also von daher ist es erstmal Mittelstand. Denke ich, kriegen wir noch was zu sehen. Ja, also vom Lesefluss her muss ich sagen, es ist so ein Kammerspiel. Es ist wirklich eine tolle Science-Fiction-Geschichte. Es ist auch wirklich fast schon eine klassische Science-Fiction-Geschichte. Ja, wir werden in eine sehr strange Welt entführt. Auf den ersten Blick ist das nicht so direkt erkennbar, aber doch, war eine schöne Science-Fiction-Geschichte, muss man definitiv sagen. Auch wirklich so etwas, was wirklich das Label Science Fiction wirklich verdient hat. Ja, Lesetempo, das war ja doch wirklich knapp am Hyperraum. So, ab und zu, ja, es gibt ein paar Stellen, da muss man drüber nachdenken. Das reißt dann natürlich oder bremst dann so ein bisschen im Lesefluss, aber ich glaube, doch, da können wir, ich denke, da würde ich jetzt mal entspannt 3,5 Punkte für vergeben. Also wirklich sehr flüssig zu lesen, war wirklich schön geschrieben und ja. Freitagabend, das ist wirklich so, wie ein Peri sein soll. Also so ein bisschen Eskapismus muss ab und zu mal sein. Es entführt einen für ein paar Stunden in eine andere Welt, die spannend ist, die schön ist und ja, strange, aber doch, also ist wirklich gute Science Fiction. Ich will hier auch mal 3,5 Punkte. Das war wirklich schön zu lesen. Ja, worum geht es überhaupt? Der Quintard V-Baut lädt Peril und seine Mannen, also die ganze Truppe, die halt bei den letzten Ausflügen schon mit dabei ist, auf den Cao Porta ein. Da sind ja Leute dabei, denkt man sich, was will er von denen? Aber ja, dort besuchen sie jetzt halt eine besondere Stadt. Er verkauft das so als Highlight. Er hat natürlich auch seine Hintergedanken dabei. Allerdings muss ich sagen, also wirklich so vom Sense of Wonder war es wirklich echt volles Programm. Wir sind in den Container gekommen. Wir haben also den Container an sich ist schon spannend natürlich. Wir haben die Septatronik kennengelernt. Also es ist auch nicht so alles, wie es scheint. Also Verbaut entschuldigt sich zum Beispiel, dass er unangemeldet Gäste vorbeibringt bei der Septatronik. Das ist ja auch schon mal. ja. Was zum Nachdenken, also das gibt dem Charakter vielleicht noch so ein bisschen mehr Tiefe, also er ist nicht einfach nur so stumpf böse, sondern hier kommt so ein bisschen so die Cleverness durch. Ja, man merkt, es ist schon eine ganz andere Hausnummer, mit dem man es da zu tun hat. Ja, wir lernen halt die Stadt Derdim kennen, die hat natürlich, man schaue aufs Cover. Man weiß, worum es geht. Ja, das mache ich nach dem Cut. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, soll nach dem Cut warten. Oder das erst natürlich das Heft lesen. Also von daher,
Ja, ich würde sagen, Sense of Wonder, da gehen wir 2 von 2 Punkten, da ist alles drin, was man so erwarten kann. Also ich muss sagen, so das in der Richtung hatte ich mir eigentlich vom K.O. Porter etwas mehr erhofft. So die ganzen Ausflüge in die Milchstraße, die Kastellane, so wirklich fesseln, so will ich nicht. Aber der K.O. Porter, da hätte ich mir so in der Richtung eigentlich mehr erhofft. Aber ich will nicht meckern, das Ding ist ganz gut. Also wir gehen bei volle 2 von 2 Punkten. So, Zyklusfloh. Ja. Wir haben so ein bisschen das Problem, das aktuelle Zeitgeschehen überholt wahrscheinlich die Gedanken, die die Macher der Serie dazu hatten. Es geht halt um Gut gegen Böse, beziehungsweise Chaos gegen Ordnung. Wir haben einen sehr, sehr mächtigen Gegenspieler im Moment. Ja, vom Gesichtsausdruck. Ich sag's jetzt nicht. Aber im Prinzip, ja. Also spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob ich so mit dem Ende so ganz klar komme. Beziehungsweise, gut, es war jetzt abzusehen, was passieren wird. Es geht jetzt sehr linear durch. Also es wurde vorbereitet. Und ja, erzähle ich nach dem Cut. Ich würde sagen, da geben wir jetzt mal anderthalb Punkte dafür. Es ist jetzt, ja, macht schon Lust auf mehr. Wobei es natürlich jetzt ein älterer Spiegel ist von dem, was sein könnte. Ja, gehen wir mal anderthalb Punkte, bevor ich zu mehr Blödsinn erzähle. So, ja. Autor, ich ringe so ein bisschen mit mir, wie viele Punkte ich jetzt hier vergeben soll. Ich bin jetzt nicht so wirklich ein Fan von reinen Kammerspielen. Es war Action mit dabei, es war schon Atmosphäre mit dabei. Es geht natürlich um ein K.O.-Faktum natürlich mit. Was soll das auch anders sein beim K.O. Porter? Und das Ende, ja, wobei man sagen muss, fand ich jetzt ein bisschen früh, ein bisschen unmotiviert. Ja, aber gut. Ich würde sagen, am Autor selbst ist jetzt nichts auszusetzen. Das ist wahrscheinlich von der Vorgabe des Exposés und den, und ich denke, Kai Hirt hat wieder einen tollen Roman geschrieben. Ich würde sagen, da vergebe ich mal 2 von 2 Punkten. Wenn wir das zusammenzählen, sind wir bei 9 Punkten. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Wertung. Ich ringe mit mir so ein bisschen, ob die nicht vielleicht zu gut ist. Allerdings, gut, ich habe Robert Krowos jetzt auch 9 Punkte gegeben für seinen Roman. Der hat so eine ähnliche Kerbe von der, also auch kammerspielartig. Es ist tolle Science Fiction. Stellenweise, gut, es war sehr, sehr gut vorbereitet, sagen wir es mal so. Und schon so absehbar. Ja. Gut, es sind jetzt keine 10 Punkte. Von daher denke ich mal, lassen wir das jetzt einfach mal so. Ja, also war schön zu lesen, war ein toller Roman, war schöne Unterhaltung, hat einen so ein bisschen abgelenkt aus der Realität geholt und ja. Also ich würde sagen, wer den noch nicht gelesen hat, liest ihn. Ich mache einen kleinen Cut gleich und ja, schauen wir mal weiter. So. Ja, was kann man dazu noch erzählen? Die Stadt hat eigentlich drei Namen, beziehungsweise es gibt drei Städte, wobei die, ja gut, man muss es, also ich würde jetzt einfach mal spoilern, die Spoilerwarnung war raus. Es gibt drei Städte, beziehungsweise eine Stadt, die drei Namen hat. Das ist einmal Vussa, Derdim und Kult. Kult, ja. Hier haben wir natürlich unsere beiden quasi Nicht-Mutanten. Ich muss auch noch mal gucken. Cornelia Zandt, unsere Sprachwissenschaftlerin. Ja, man fragt sich, was wollen wir jetzt mit einer Sprachwissenschaftlerin? Und das klärt sich relativ schnell, weil wenn man nämlich merkt, was mit dieser Stadt wirklich los ist, ist quasi unter der einer Sonne, die in Wirklichkeit ein K.O.-Faktum ist. Und da sind natürlich dann die Gesetzmäßigkeiten anders, um nicht zu sagen chaotisch. Ja, und wir haben es quasi mit einer
statt in mehreren Zeitzuständen zu tun. Also wir haben halt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist dann die verjährte Stadt, die derzeitige Stadt und die spätere Stadt. ja. Das ist so die Quintessenz der Geschichte. Unsere Sprachwissenschaftlerin kann anhand der gesprochenen Sprache, der Verschleifung von Sprache herausfinden, was früher, was später ist und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich schon mal für eine Sprachwissenschaftlerin ein tolles Gebiet, die vor allem sich auf diesen Aspekt spezialisiert hat. Unser Junge Gülzisch, der Roman fängt eigentlich quasi mit dem Geburtstag an und er ist zwar noch recht jung, aber da Bruce anscheinend schon mit 11 aus dem Haus geschmissen werden, kriegt er quasi zu seinem 16. Geburtstag die Volljährigkeit geschenkt von seinen Eltern. Findet das eher suboptimal, weil er sich natürlich jetzt so überrumpelt fühlt, aus dem Haus geworfen fühlt und gibt so ein paar kulturelle Missverständnisse. Ist natürlich schon mal ein Thema, über was man dann direkt reden kann. Also im Prinzip, weiß ich, ob man da jetzt wirklich menschliche, komplett menschliche Maßstäbe ansetzen darf. Wann ist jemand volljährig? Wann man kann ja für sich selber sorgen? Wann ist er eigenverantwortlich? Und spannendes Thema. Aliens oder andere Völker haben natürlich dann andere Entwicklungszyklen, andere Zeitpunkte, an denen sie dann wirklich als volljährig gelten. Bei den Boosts ist das anscheinend ein bisschen fixer. Auch ein Faktor halt ihrer Vermehrungsrate. Das heißt, sie haben natürlich, vielleicht schmeißen sie die Kinder etwas zu früh raus, wenn wirklich die meisten es nicht überleben. so quasi die Kinder zur Pubertät rauszusetzen. Anderes Extrembeispiel ist natürlich am anderen Ecke unserer Halutta, wo dann jemand erst mit 500 Jahren volljährig wird oder noch als Kind zählt. Ich glaube 500 Jahre ist man volljährig. Das ist natürlich das andere Extrem. spannender Aspekt, hat natürlich auch viel Science Fiction, deswegen gibt es auch natürlich jetzt volle Punkte bei Sense of Wonder, unter anderem auch das ganze Heft stellt voll von diesen Dingern. Wir haben unseren Quintachen mit seiner mit seinem Container, mit seiner Quintatronik, Septatronik. War auch ein ganz spannendes Ding. Wirklich höhere Mächte, alles, was man so an Technik erwartet und bekommt man. Das K.O. Faktum schafft eine ganz interessante Konstellation. Also von daher, das war schon ganz spannend, ja. Kann man eigentlich nicht meckern. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Science Fiction, richtige Science Fiction, da kann man diesmal absolut nicht meckern. Ich würde sagen, gut, was haben wir sonst noch zu erzählen? Ich war draußen eine Runde spazieren, bisschen bewölkt, bisschen windig, aber war doch recht angenehm. Nicht zu kalt, nicht zu windig. Und, in dem Sinne, Werbeblock noch nicht vergessen. Ich mache die Dinger ja nicht komplett aus Spaß, man sieht es ja vielleicht schon am Rande halt da. Die Trilogie ist komplett. Exil, Flucht und Erwachen. Und wer Lust hat, ich packe die Links unten rein. Schaut mal rein, vielleicht interessiert es euch ja. Mal gucken, was der Rezensionsonkel sonst so macht. Ich glaube, die Welt der Höhen ist doch ein ganz spannendes Thema. Und ist in sich abgeschlossen, die Trilogie. Ein bisschen Vorwissen schadet natürlich nicht, aber ich glaube, man kommt rein, es wird viel erklärt und mal wieder abgeholt. Und es ist, behandelt halt die Welt der Hünen als komplette Trilogie. Ist ein wenig ausgeufert, aber ich glaube, es ist, beleuchtet auch verschiedene Aspekte des Themas. Und wer Lust hat, schaut rein. Links packe ich unten rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Oder bis zur nächsten Rezension. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, noch unter der Woche was einzuschieben. Das muss ich sehen, wie schnell ich da vorankomme. In dem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Rezension.